Hallo und herzlich willkommen zu Tag 14 bei die Insel. Guten Tag, meine lieben Freunde. Und ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Denn ich habe jetzt eine kleine Pause dazwischen gehabt. Ich habe mir eine Uhr gemacht, das ist gut. Und wir wollten ja, glaube ich, hier irgendwas terraformen. Hier ist noch Weizen, hier sind noch Samen. Sind auch noch Samen. Ich gucke mich jetzt hier draußen erstmal um. Hier ist eine Schere. Ich habe noch ein paar Saplings dabei. Okay, wir haben hier das. Wir haben hier eine Kürbisfarm, genau. Dann hier Weizen, Akazien, Birken, Eichen. Genau, hier wollten wir noch zwei anpflanzen. Das steht ja auf meiner Liste auch drauf. Eins, zwei. Hier ist noch eine. Nur das ist eine Schwebebirke. Da wollten wir einen Stamm unten ansetzen. Haben wir den dabei? Nein. Weil wir hatten ja letzte Folge extra hier dafür das gefarmt. Wenn ich jetzt hier keinen Stamm in der Flur habe, dann werde ich aber nicht. Kohle, 13 Kohle, ist auch noch eine Truhe, da ist aber nichts drin. Meine lieben Freunde, wir haben hier Tag 14 und der erste Kürbis. Yeah! Und ich gehe mal die Schafe scheren. Viele Schafe, hier sind Hühner. Genau, die Hühner könnten wir mal vermehren. Ups, dann können wir das so machen. Gehen wir hier rein. Ja, kommt mit. Ich zwei. Ein Ei und noch ein Ei. Zwei Eier. Genau. Bevor ich die Eier hinpack, mache ich erstmal hier was. Schon in der Mitte ist das so ungefähr. Da kriegt man nicht so mittig hin, oder? 1, 2, 1, 2. Genau. Däm, däm. Und hier oben drüber auch nochmal. So. Eins und zwei. Da können wir jetzt immer die Eier ranklatschen. Von hier vorne. Genau. So, jemand hatte mir geschrieben, dass, beziehungsweise wurde mir das dann auch bestätigt, dass wenn man so viele Tiere auf einer Stelle hat, dann nicht mehr so viele dann ringsrum spawnen. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Insel hat von so einem kleinen Quadrat, Blöcken. Also es bringt schon ordentlich Wolle. So, hier ist noch eins. Das reicht. Wir brauchen noch eine Kuh. Und deswegen wollte ich ein bisschen hier rumgucken, wenn ich irgendwo eine Kuh bekomme. Das Weizen habe ich jetzt weggetan, ne? Das ist nicht gut. Guck, jetzt haben wir zum Beispiel ein Ei. Zwei Eier. Ah, die habe ich noch gar nicht geworfen. Siehst du? Habe ich mir schon was dabei gedacht. Bam. War nicht getroffen, aber. Es brauchen gleich alle zwei Eier. Gut zu wissen. Und wir müssen was essen. Ja, einen schönen Apfel. Zumindest das Steak für den einen Hungerkeil verschwenden. So. Wir haben ja Kakteen. Das ist sehr hilfreich hier in der Gegend des Eingangs. Aber gut. Wir haben hier noch mehr Bäume. Ich wollte gern die Bäume hier ringsrum. Also die kommen ja wieder weg. Ich will ja die Insel an sich ein bisschen kleiner gestalten. Was heißt kleiner gestalten, sodass wir hier ungefähr eine Ebene haben, und zwar auf der Ebene hier. Und dann könnten wir nämlich, genau, hier habe ich auch schon mal angefangen. Das ist ein bisschen hier. Erde haben wir gerade nicht mit. Genau, und hier oben kommt dann noch eine Ebene hin. Wo die Werkbank ist hier. Bau meiner eigenen Fallen. Genau, hier ist ein Baum. Und ich glaube, das ist der einzigste Baum, der bleiben soll, oder? War das nicht der? Nee. Nur da kommst du weg.
brauchen nämlich Holz. So. So. Haben wir nämlich gleich noch ein bisschen Birkenholz und da können wir dort unten den Birkenstamm wieder hinsetzen. So als Friedensangebot. Gesehen, dass letztens erst wieder ein tödlicher Unfall passiert ist beim Zordan. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Des Weiteren dann in deiner Welt. Wenn du die noch ein bisschen ausprobieren möchtest. Wenn du die natürlich gespeichert hast. Weil, das spoil ich jetzt auch nicht. Das könnt ihr gern beim Zordan mal schauen. Den ist ein kleines Malheur passiert und deshalb möchte ich jetzt nicht irgendwie spoilern. Ja. Und hier ist die Höhle. Aber da will ich jetzt gerade mal nicht reingehen. Ich habe bei vielen gesehen, viele sind in die Mine gegangen. In die Mine. Ich habe jetzt eine längere Aufnahmepause gemacht und ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch schon war. Aber ich glaub's eher nicht. Ich quatsche schon wieder so viel rum, ne? Hört ihr das? Ich wollte so gerne anfangen mit meiner Base. Wer denkt wohl gerade, der hat wohl einen anschlappen. Der hat doch hier schon eine Base. Nein, 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 nein. So, das brauche ich. Dann die Erde kommt auf die andere Truhe. Cobblestone. Hier. Und hier kommen wir dann noch genug. Das kommt hier rein, das hier rein. Samen, das, das. Das haben wir gemacht. Steaks bleiben hier. Zäune, die Uhr behalte ich im Inventar. Und wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Und da frage ich mich, ich mache lieber Steinschaufeln. Irgendwie, die sind so langsamer, aber da verschwenden wir unser Eisen nicht. Ja, unsere erste Hacke. Hat mir jemand mal geschrieben, mach die mal so. Aber das sieht nicht aus, weil der hatte das mit einer Eisenhacke gehabt. Deshalb, was ist das so? Oh, unser zweiter Kürbis. Sehr schön. Müssen jetzt mal ein bisschen hier rumlaufen. Und jetzt ist schon wieder ein Eichenbaum gewachsen. Hier müssen wir mal, upsala, einen Weg noch drum bauen. Und hier gibt's jetzt alles weg. Mal schauen, dass hier hinten nicht irgendwas spawnt. Ich habe das bei vielen jetzt auch gesehen, dass die, wenn es Nacht geworden ist, noch ein bisschen aufgeblieben sind, beziehungsweise danach gewartet haben, bis die ganzen Monster gespawnt sind und sind schlafen gegangen, dass sie am nächsten Tag was zu kloppen hatten. Ich glaube, das werden wir auch mal probieren. Mir nur ein bisschen aufpassen. Nein, ne? Passt auf, ne? Dass ja nichts passiert. Genau, ich tue mir jetzt mal hier die Schaufel hier unten reinlegen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich denn mal eine Wochenfolge machen soll. Das bedeutet, dass ich jetzt 7 Tage aufnehme. Ne? Weil wir sind ja Tag 14 und es geht gleich die Sonne unter. Und heute mache ich mal durch. Und wenn ihr F3 drückt, das steht auch da unten. Ich kann das gerade nicht zeigen, warte mal, ich markiere das mal kurz. Ihr seht den Stein, ne? Und da steht Day 14. Ne? Also wenn ihr F3 drückt und da könnt ihr da schauen, welchen Tag ihr gerade seid. Das ist sehr hilfreich.
wenn man den mal vergisst, ne, lieber Zeon? Ja. Genau. So. Das kommt hier alles noch weg. Und da wird ja auch gleich ausgeleuchtet. Da eine Fackel. Ja, das hätten wir jetzt eigentlich mal eher machen können. Schnell hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Hier kommt noch eine hin. Und hier. Und hier. Und hier. Und da. Und da. Schon was gespawnt. Da kommen der Fackeln. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Da. Da. Und hier ist eine Fackel. Mal ein bisschen zu so die Insel ab, wo noch eine Fackel fehlt. Hier zum Beispiel. Und hier. Und hier. Und auf den Sand auf jeden Fall. Auf Sand spawnt ihr irgendwie mehr. Oder hängt das einfach nur da und zusammen, dass in der Wüste mehr Platz ist? Kann durchaus möglich sein. Upsala. So, tun wir hier mal auch ein bisschen ausleuchten nach hinten, wenn wir dann weiterbauen. Ja, hinten wollte ich noch einen Eingang reinbauen. Und jetzt haben wir ein Ei. Wow. Ganz schön riskant, was ich hier mache. Bäm. Leider kein Huhn rausgekommen. Leider, leider. Genau, es ist Nacht und ich gehe in die Höhle. Ich nehme meine Uhr hier mit. Dass wir auch wissen, wann es wieder Tag wird. Genau. Jetzt sind wir hier unten. Spüre es irgendwo meine ganzen Sachen. Was wollte ich denn machen? Wo steht das hier? Ach ja. Eisen? Wie viel Eisen brauche ich? Ja. Ich will mir nämlich ganz viele Eimer machen, um mir ein Netherportal zu gießen. Deswegen brauchen wir Eisen. Genau. Gut. Und da gehen wir mal. Welche Höhe sind wir denn jetzt? Wo steht das? Ach da. 42. Ach, hier ist doch ein schöner Gang. Da gehen wir mal den Gang lang hier. Wir ruhig schon ein bisschen nach unten gehen und habe ich Kohle mit. Das wäre jetzt das Fataleste gewesen, was wir machen können. Ja. Genau, back hier noch ein bisschen drin rum. Ach du Mist. Ich Kohle vergessen. Nun, es ist finstere Nacht. Ein Schwert gezückt. Aber das Coole ist, wenn da so viele Mobs sind, spawnen wahrscheinlich auch hier wenig. Nein, ich möchte nicht schlafen gehen. Die Kohle nehme ich eine Chance. Hier ist noch Kohle. Und wir nehmen uns auch ein bisschen mehr Holz mit. Hier ist noch Holz. Ach, hier haben wir noch Birkenholz. Gut, gut, gut. Gut. Und dann können wir die Erde hier rein tun. Ein Stack nehmen wir mit. Die Schaufeln vor allen Dingen auch. Na gut, eine Schaufel lasse ich hier. So, die Axt. Naja, gut. Die Schere auf jeden Fall auch. Das tun wir hier hin. Das Hälfte machen wir jetzt erstmal. Upsala. Bam. 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 Und es ist Mitte der Nacht. Aber
Ich gehe jetzt dort runter. Beziehungsweise könnte ich mir ja auch irgendwie einen Abgang bauen von unserer, upsala, von unserer Base. Gibt mir eigentlich ein halbes Herz. Na gut. Oh, okay. Halbes Herz ging klar. Ein halber Hungerbalken meine ich natürlich. Das mal die Koordinaten an, dass wir ungefähr wissen, auf welcher Höhe wir sind. So, graben uns mal hier runter. Auf gut Glück, dass wir eine Höhle bekommen. Wir sind jetzt 37, das beendet nur unsere Sicht. Bam. Man müsste hier auch genügend ausleuchten. Hier ist das Licht Level 10, das ist gut, ne? Das kann ja nichts spawnen. Oder eins höher. Was ist da? 9. Ne, 7 oder tiefer. Ey, guck mal, gut, dass wir hier hochgegangen sind, weil hier wären wir jetzt runtergestürzt. Das wäre fatal gewesen. So, gehen wir mal hier runter. Kommen wir denn da hier raus? Jeden Fall in einer neuen Höhle. Das gefällt mir schon mal. Ich mal aber hier Cobblestone mal hinsetzen. Bam. Bam. Hier ist Eisen. Sehr geil. Lass mal alles hier schön ausleuchten. Ist etwas größer, der Komplex hier unten. Hier ist Wasser. Da ist ein Skelett. Bah. Ein Skelettmann. Nein. Weg mit dir. Oh, ich hab die Sonne auch im Nacken. Da sitzt mir der Schalk im Nacken, deutsch gesagt. Ja, explodier mal fein. Nicht in meiner Region hier. Ja, so ist brav. Wo, 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 also, wir sind wir hier? 36. Ja, das Eisen nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen, oder? So. Denkt ihr das auch? Ja. Ihr schreibt mir in die Kommentare dort hinten ein Creeper, ob euch das gefällt und mit Action geht's nächste Folge weiter. Ciao!